Ja, liebe Freundinnen und Freunde, wie wäre es, in einer Zukunft zu leben, in der die Menschen, wenn sie NRW hören, an ein Bundesland denken, das für Gerechtigkeit, Zusammenhalt und Teilhabe steht? An ein NRW, das das natürliche Klima konsequent schützt und das gesellschaftliche Klima mit Leidenschaft verbessert? Ein NRW, in dem Bürgerinnen und Bürger mit der Wirtschaft, Gewerkschaften und Verbänden gemeinsam einen Aufbruch für unser Land gestalten. Ein NRW, in dem soziale Gerechtigkeit, gesellschaftlicher Zusammenhalt und die Bewahrung unserer natürlichen Lebensgrundlagen Leitmotive der Politik sind. Liebe Freundinnen und Freunde, nie waren die Chancen für eine solche Zukunft besser. Und nie war ein solcher Aufbruch für ein neues Nordrhein-Westfalen notwendiger als jetzt. Denn immer mehr Menschen ist klar, dass mit dieser schwarz-gelben Landesregierung dieser Aufbruch in eine bessere Zukunft nicht gelingen kann. Dieses Mantra von Fahren auf Sicht ist doch keine Politik, sondern es ist bestenfalls die schlechte Verwaltung eines Status quo. Aber das, liebe Freundinnen und Freunde, das können wir uns nicht leisten. Politik muss mehr können. Politik muss Zukunft gestalten. Und sie muss nicht nur ankündigen, sondern sie muss dann auch umsetzen. Und NRW braucht eine Landesregierung, die bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung für das Hier und Jetzt und Verantwortung für die Freiheit künftiger Generationen. Denn die Herausforderungen, vor denen wir stehen, die sind groß. Sie sind groß, wenn in einem eigentlich reichen Land wie unserem Armut noch immer eines der größten Zukunftsrisiken für Kinder und Jugendliche ist. Sie sind auch dann groß, wenn in unseren Kommunen das Geld für die Sanierung des Schwimmbads fehlt oder die Bücherei oder das Jugendzentrum schließen müssen. Denn dann fehlen sie, diese Orte des Zusammenlebens, der Begegnung, der Teilhabe. Und damit will ich mich nicht abfinden und damit dürfen wir uns nicht abfinden, liebe Freundinnen und Freunde. Denn Zukunftschancen und Teilhabe für alle dürfen doch nicht von der Postleitzahl, dem Geldbeutel, dem Bildungsgrad der Eltern oder der Herkunft abhängen. Und mit der Kindergrundsicherung kommt jetzt ein Meilenstein ins Rollen, den ihr, lieber Sven, aus einem grünen Bundesfamilienministerium heraus ins Rollen bringen werdet. Und diesen Schwung, den wollen wir auch in NRW aufnehmen und wir legen einen Pakt gegen Kinderarmut auf. Faire Chancen brauchen eben auch starke Strukturen und Institutionen vor Ort, gerade dort, wo die Lebensverhältnisse besonders prekär sind. Und wir stellen Familien in all ihrer Vielfalt in den Mittelpunkt von Politik, ganz gleich, ob wir Mutter, Vater, Kinder, Alleinerziehende, Patchwork-Familien, Regenbogenfamilien, Pflegefamilien oder Verantwortungsgemeinschaften. In den Mittelpunkt einer Politik, die endlich klar macht, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht durch Mutti macht das schon gelöst wird. In der Gleichstellung keine Privatangelegenheit und auch keine Frauenfrage ist. Denn Gleichstellung und eine gleichberechtigte Gesellschaft, das ist ein Grundpfeiler unserer Gesellschaft und unserer Demokratie und damit für alle Menschen in diesem Land, liebe Freundinnen und Freunde. Und ich möchte mit euch dafür kämpfen, dass in NRW endlich eine Politik gemacht wird, bei der soziale Gerechtigkeit und konsequenter Klimaschutz ganz selbstverständlich zusammengehören. Es muss Schluss sein damit, beides gegeneinander auszuspielen, um das eigene politische Nichtstun zu kaschieren. Und ganz ehrlich, wenn Henrik Wüst jetzt davon spricht, die CDU müsse wieder das soziale Gewissen des Landes werden, dann ist das der Henrik Wüst, der am Anfang seiner Zeit als Verkehrsminister noch das Sozialticket abschaffen wollte, liebe Freundinnen und Freunde. Aber ich sage euch ganz deutlich, ohne konsequenten Klimaschutz kann es keinen sozialen Frieden geben, weil der Klimawandel nicht nur unsere Freiheit bedroht, sondern auch unseren Wohlstand. Und nur mit konsequentem Klimaschutz schaffen wir die erste klimaneutrale Industrieregion Europas, die Jobs der Zukunft und den Erhalt unserer Lebensgrundlagen und damit den Erhalt des sozialen Zusammenhalts, liebe Freundinnen und Freunde. Und die Frage des Klimaschutzes ist die zentrale Gerechtigkeitsfrage des 21. Jahrhunderts. Und Bündnis 90 Die Grünen sind die Partei, die dies in konkrete Politik umsetzen wird. Nachhaltigkeit bedeutet auch soziale Nachhaltigkeit. Dazu gehört, die soziale Infrastruktur zu stärken und bezahlte wie unbezahlte Care-Arbeit aufzuwerten. Kümmern wir uns endlich besser um die, die sich tagtäglich um unsere Gesellschaft kümmern. Durch gute Arbeitsbedingungen, durch mehr gesellschaftliche Anerkennung statt einfach Applaus vom Balkon und durch endlich eine faire Bezahlung. Denn Sie sind die Fachkräfte für unser gesellschaftliches Klima, liebe Freundinnen und Freunde.
Und ihr wisst, mit welcher Hartnäckigkeit ich für über jedes noch so kleine Detail der Familienpolitik streiten kann. Und wie sehr es mich aufregt, wenn ich spüre, dass Gleichstellung noch immer tagtäglich erkämpft werden muss. Und ich kämpfe mit Leidenschaft für eine gerechte Gesellschaft, in der wir Vielfalt wirklich als Bereicherung verstehen und in der wir faire Chancen für alle eröffnen. Wo, wenn nicht hier in NRW, mit seiner Vielfalt an Menschen, an Regionen, an Ideen, ist genau das möglich und es kann genau das gelingen. Und dafür treten wir bei dieser Landtagswahl an und dafür wollen wir Verantwortung in diesem Land übernehmen. Gemeinsam mit unserer grünen Regierungsbeteiligung im Bund, mit unseren starken Kommunalos vor Ort, können wir mit starken Grünen in NRW diesen Aufbruch in eine bessere Zukunft erreichen. Für dieses Land, für diese Menschen, für unser Miteinander möchte ich gemeinsam mit euch bei dieser Landtagswahl kämpfen und für grüne Inhalte eintreten. Und dafür bitte ich euch um eure Unterstützung und um euer Vertrauen. Vielen Dank.